Für alle, die es noch nicht wissen, ich habe einen Discord. Kommt doch gerne drauf. Hier gibt es Infos, News, nette Leute und coole Themen. Ach, mit dieser Pizzaschachtel, die hier schon seit 8 Jahrzehnten liegt. Ich kann mich von der nicht trennen. Das war damals 1823. Ja. Wir sind durch dick genau und dünn gegangen. Genau so. Aber hier in Hamburg habe ich auch schon so ein paar Ecken entdeckt, wo ich abends eigentlich nicht so gerne alleine sein würde. Da, wo du wohnst. Genau, weil es so Leute wie mich gibt. Ja. Heute war hier irgendein Feuerwerk, ich weiß nicht zu welchem Anlass, aber ich habe es irgendwie gehört. Okay. Hier ist ein Meteorit! Auf dem Uranus irgendwas mitbringen muss? Das kann ich hier ganz einfach sagen. Ich glaube nämlich ja. Crystal Ore. Ja, anders. Relativ weit unten, Höhe 20 so. Vielleicht sogar noch tiefer, 16, 15 so. Findet man relativ häufig. Da mache ich gleich eine Farming Session. Sobald und White Game kriegst du auch, den brauchst du aber meines Wissens nach nicht so. Ich habe ein halbes Dorfhaus gefunden. So, dann mache ich mal eben wieder eine Rod. Ein Schiff. Und eine Spitzhacken. Ein Spitzhackenkopf. Hast du ewig nach einem dann ein Dungeon hier gesucht? Uranus weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Wenn, dann habe ich es schon verdrängt. Uranus. Also ja. Oh, das Raum. So. Ob ich dadurch jetzt Hit Touch 2? Das fände ich witzig. Machst du denn die ganze Zeit neue Spitzhacken oder wie? Nee, ich habe auf meine Spitzhacken jetzt Draconium raufgetan, anstatt Kobalt. Und was bringt das? Zum einen sind die nicht mehr so übertrieben schnell, die waren nämlich mittlerweile schon zu schnell. Und macht dieses Lightweight und sowas weg. Naja, gut, ja. Und den Mining-Level, der geht etwas höher. Es gibt ein, zwei Sachen von Bisselcraft, die du mit der Kobalt-Sache nicht abbauen kannst. Was ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Ein bisschen mehr und ein bisschen weniger, ja. So. Kinder, ja, das muss man auch mal schaffen. Also meine Methode hier scheint nicht sehr gut zu funktionieren. Ne? Naja, gerade irgendwie nicht. Ich glaube, hinab auf der falschen Höhe. So, und fehlt mir noch der. Und die müssen wir nochmal machen. Können wir eigentlich tun. Du nach Dungeons. Da ich die oberirdisch irgendwie nicht mehr finde, suche ich es unterirdisch. Muss ich die nochmal machen? Weil sowieso mit uns sind. Und gleichzeitig fahren wir ein bisschen Crystal. Oh. Aber nicht jetzt. Jetzt gehe ich erstmal schlafen. Gute Nacht. Sein. Ich habe schon über 400 Millionen EF verbraucht. Kann man machen. Kann doch nicht sein. Und das nur durch Blöcke abbauen. Der sagt, er hat einen Strudel im Wasser gefunden. Ja, halt dieser typische Eingang, der sich da reinzieht. Der zieht sich im Wasser dann genauso rein. Zieh dir mal rein, Alter. So. Guck ich doch einfach mal. Unten ist eine Schlucht. Genau, eine ganz normale Schlucht und alles. Ich sollte vielleicht nicht übers Wasser laufen. Mein Schild ist auf 80%.
Oh nein. Hm? Oh, die muss ich vielleicht umsetzen. Ja, besser. Ja, dann müssen wir mal so ein dickes Leuchtschild dran bauen. Hier ist ja, das dann. Ja. Oder so ein Pfeil einfach, so wie da hinten. Was haben wir hier? Ich hab ihn gefunden. Genau so wünsche ich mir das. Du musst dich erst drüber aufregen, aber dann hast du's. Ja, so wie hier ist schön offensichtlich, weil da einfach ein Wasserstrudel runtergeht. Ja, so habe ich den nämlich da auch gefunden. Das ist jetzt zwar nur hier so, aber so ist das schön offensichtlich. Hast du mich gerade abgeschossen? Hey! Oh, hallo, Enderman. Tschüss. Ah, das ist gut. Die ragen so ein bisschen raus, aber nicht zu viel. Wobei ich noch einen größeren dazwischen packen könnte. Meine Schalkerbox, die Astronomo. Oh, Platz hätte ich, wenn ich den jetzt hier einfach zwischenstelle. Weggeschmissen. Portal 700 Meter in die Richtung. Nur bitte. Ich wollte gerade gerne sagen. Boah. Bitte, dass ich dich dran erinnert habe. Gerne. Das ist genauso eine super Antwort wie danke gleichfalls im Restaurant. Ah, genau. Guten Appetit, danke gleichfalls. Das ist genauso eine sinnvolle Antwort. Wie Voltage. Holz dürfte dann auch kein Problem mehr sein. Rubber, mal gucken. Coal Dust kann ich eigentlich ein Rezept machen. Hast du noch nicht? Schande. War bisher nicht nötig, weil ich immer genug Coal Dust für jeden Scheiß hatte. Wie viel Coal, das kriege ich denn, wenn ich eine Kohle in eins die eins. Sackmill stecke? Eins. Auch kein Second 30 Output? Probably. Nein. Anscheinend so, doch. 10% einen zweiten. Das ist richtig. Aber ich sag dem trotzdem im Rezept nur ein. Das ist richtig. Dann habe ich noch ein bisschen... Mehr. Der Output wird auch erhöht durch den Bums. Gleichzeitig kann das aber auch das System verwirren. Das ist immer das Problem. Weil das System weiß so, ich habe 30 Kohle da reingeschmissen, bekomme 30 Coal Dust draus. Wenn du dann auf einmal 30 fertig hast, aber noch 10 Kohle da drin hast, dann denkt das System, geil, ich kann ja schon das nächste reinschmeißen. Das ist bei einer Sackmill zwar nicht das Problem. Und warum ist sie dir ja eher jetzt drin? Aber trotzdem ist das Tüfte. Warum finde ich nicht das, was ich suche? Das weiß ich leider auch nicht. Warum weißt du das nicht? Ich weiß so vieles nicht. So. Das ist richtig. Das brauche ich ja gar nicht. Also. Im Grunde ist das einzige Problem jetzt noch Gummi. Gib Gummi. So. Aber ich kann ihn jetzt einfach mal. Ich jag jetzt einfach 20.000 Coal Dust durch. So. Warum nicht? Kann man machen, ne? Nein, das ist Wilmot. Oder die Bäckereitose. Bäckereitose. Hier hast du ein Stack. Das ist ja... 32. Der ist auch bei 31. Naja, dann kann ich ja einen noch benutzen. Wo auch immer ich den jetzt anbaue. Oh. Ja, so viel dazu. Macht er das? Wahrscheinlich macht das nicht.
Würde mich stark wundern. Scheint so. Warte, müsste ich das ja alles umbauen. Nee, das mache ich nicht. Hätte mich auch stark gewundert. Okay. Dann ist das so. Dann muss das ohne die auskommen. Mein Ding, Balls werden überbewertet. So. Du hast Balls? Mein Beileid. Okay. Ich wollte die auch schon abschneiden, schon länger. Ja, so an den Zähnen, so welche dran haben, ist ja echt nervig. So. So, die Frage ist, ich habe 4 Delivery Dudes. Wo packe ich den 5. hin und warum sind noch nicht alle auf Stufe 5? Du bist Stufe 5. Kohle mangelt es nicht, ne? Nee, das ist kein Problem. Gut. So, jetzt würde ich an dieser Stelle aber eine kleine Änderung vornehmen. Nämlich werde ich mich jetzt von diesem Discord und diesem Server verpieseln, aber nicht von dem Stream. Stream jetzt mal ein bisschen was anderes, nämlich spiele ich jetzt ein Spiel und ich möchte ein Spiel mit euch spielen. Welches denn? Ich habe mir jetzt gestern Hick und Liv gezogen und dann wollen wir das jetzt mal antesten. Das wird bestimmt wunderbar. Deswegen sage ich jetzt zu Feli und Felis Zuschauern tschüss und wir sehen uns und ich wünsche noch viel Spaß. Nö. Okay, dann wünsche ich dir keinen Spaß. Schon besser. Tschüss.